Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Wir haben beim letzten Mal das Spiel hier auf der Station verlassen und haben eigentlich nicht mehr so viel zu tun, außer zu unserem ersten Abenteuer aufzubrechen und unser eigenes kleines Schiff kennenzulernen. Ich bin trotzdem nochmal hier, weil wir einiges an Gegenständen dazu bekommen haben. Denn ich habe ja über die App, von der ich ja schon geredet habe, hier an dem Einsatzteam-Missionen teilgenommen und habe dadurch so einiges gesammelt. Wir werden das dann sehen, wenn wir in den Missionen sind. Ich kann es euch mal zeigen. Also an Waffen haben wir jetzt doch ein bisschen was dazu gewonnen. Die sind teilweise natürlich auch doppelt und dreifach. Aber ich meine, ist besser als nichts. Und auch bei den Ressourcen haben wir einiges an Zeug, jetzt vor allen Dingen Mineralien halt, bekommen. Also da gibt es schon ein bisschen was, was wir dazu gekriegt haben. Ansonsten haben wir natürlich noch eine Nebenmission. Allerdings weiß ich nicht so wirklich, wo ich dafür hin muss. Das ist das Problem. Die Markierung hier ist nicht für hier, oder? Ich gehe mal kurz hier drüben schauen. Doch, hier, Kommandozentrale. Genau da muss ich hin. Siehst du mal, da machen wir doch erstmal mit der Nebenmission weiter. Und wenn wir das dann durch haben, dann machen wir uns auf zur ersten Mission, zur ersten richtigen. Also los! Überwachungsaufnahmen 1, Tag 522. Instabilität beim Netzwerkzugang entdeckt. Zeitstempel verschlüsselt. Keine fehlerfreie Wiedergabe möglich. Schadensbegrenzung, das kennen wir ja dann schon. Diese Datei ist nutzlos. Ah. Wir überprüfen noch eine. Na dann, muss ich dafür woanders hin? Ah, Überwachungsaufnahmen 2. Das ist irgendwie sehr merkwürdig gemacht. Na dann, keine fehlerfreie Wiedergabe möglich. Auch hier Ausfallschutz deaktiviert. Systemwiederherstellung erfolgreich. Das klingt schon besser. Schauen wir es uns an. Und wieder eine unbrauchbare Datei. Ach, verdammt. Wir überprüfen noch eine. Ach, Mensch, sowas aber auch. Dritter, wieder Ausfallschutz deaktiviert. Systemwiederherstellung gescheitert. Deaktivierung durch Administrator erforderlich. Diese Datei ist ebenfalls beschädigt. Mit Sicherheit kein Zufall. Aber besser als nichts. Man braucht eine ziemlich hohe Freigabe, um die Dateien der Überwachungskameras zu manipulieren. Vielleicht jemand, der für Kandros arbeitet. Das wäre das Wahrscheinlichste. Maybe. Kannst du aus den Dateien mit biometrischen Scans eine Identifizierung rauskitzeln, Sam? Die Dateien sind schwer beschädigt. Aber wenn ich alle verfügbaren Identifikatoren kombiniere, könnte es funktionieren. Auf Basis der eingeschränkten verfügbaren Informationen suchen wir einen männlichen Menschen, der entweder der Nexus oder der Hyperion zugeteilt ist. Na toll. Wir werden Scans aus unmittelbarer Nähe durchführen müssen. Verstanden. Warte mal, jetzt ernsthaft? Das ist meine ganze Eingrenzung? Ein Mann, der auf der Hyperion oder der Nexus sein könnte? Du bist eine Frau? Na, herzlichen Glückwunsch. Wie kann ich die denn scannen, die Leute? Gibt's. Achso, warte mal, scannen wahrscheinlich auf die Art und Weise. Okay, ich denke mal, das Ding würde mir sagen, wenn ich den richtigen habe. Die haben ja gemeint. Wenn wir mehr Biomaterial haben, können wir damit beginnen, eine Impfstoffbank aufzubauen. Natürlich. Die haben ja gemeint, dass es am ehesten wohl einer von Kandros Männern ist. Dann würde ich sagen, ist doch die Nexus ein ganzes Stück wahrscheinlicher als die Hyperion, oder? Schauen wir uns mal ein bisschen hier um im Milizbüro. Nur Gutes, hoffe ich. Hallo Liam. Achso, ein Mensch war es ja, ne? Okay, männlicher Mensch grenzt natürlich schon ein bisschen mehr an. Wie wär's denn mit dem hier hinten? Der sieht doch schon verdächtig aus. Aha! Keine Übereinstimmung. Verdammt. Okay, war aber ein Versuch wert. So, dann haben wir es ja doch schon ein bisschen eingegrenzter, als ich dachte. Man sieht es also auch schon im Scannen, ob die irgendwie dafür in Frage kommen oder nicht. Das ist gut. Das macht es ein kleines bisschen unkomplizierter. Übereinstimmung negativ. Na. Wie viele von denen gibt's denn, ist die Frage. Hier ist niemand drin, ne, bei Cash? Nee, Cash ist alleine. Gut, schauen wir mal oben. Gibt es hier irgendwelche Sicherheitsleute? Nein? Keine? Keine. Ganz oben? Auch nicht. Nein, das wollten wir so nicht. Aber haben wir denn eine Wahl?
Nee, hier ist niemand. Okay, dann, ja. Wo gehen wir denn dann hin? Wir können doch mal hier drüben in der Ecke schauen, da war ich jetzt gerade nicht. Bei Tan im Büro wird wohl keiner sein, nehme ich an. Nee. Gut, ich schaue nochmal kurz in die andere Ecke, denn die hatte ich jetzt gerade so ein bisschen ausgelassen. Beziehungsweise wusste ich ja noch nicht, wen ich jetzt untersuchen soll. Aber hier ist auch niemand männlich und menschlich, oder? Also doch du, aber du bist keiner von Kendras Leuten. An das gesamte Personal. Achten Sie auf verdächtige Aktivitäten. Die Sicherheitskräfte sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Ist das hier eine Markierung oder... Ach nee, das ist Farbe. War ich mir jetzt nicht ganz sicher. Okay, hier scheint es tatsächlich niemand zu sein. Das bedeutet, wir müssen wohl doch auf die Hyperion. Und wieder haben wir uns direkt in den Nebenmissionen verloren. Ich würde sagen, wir schauen mal auf dem Habitationsdeck vorbei. Das ist wohl ein bisschen wahrscheinlicher als die Kryostation. Okay. Du bist doch auch so einer, oder? Keine Übereinstimmung. Ach Mann. So, zumindest scheinen sie alle dasselbe Charaktermodell zu haben. Das macht es dann doch noch ein bisschen einfacher, denn dann muss ich nur nach Leuten Ausschau halten, die eine Waffe in der Hand halten. Was hier nicht der Fall ist. Du so? Der Scan zeigt eine partielle Übereinstimmung. Ziel ist wahrscheinlich Verdächtiger. Aha! Wer ist es? Dale Atkins, untersteht Kandros Abteilung, ist dem Sicherheitsteam der Station zugewiesen. Na, da haben wir doch endlich mal was gefunden. Dale Atkins, richtig? Wir müssen uns unterhalten. Hören Sie, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe zu arbeiten. Wir wissen, was Sie getan haben. Sie sind hier fertig. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Ich mache einfach nur meine Arbeit, das ist alles. Die Beweise sagen, dass Sie ein linkes Ding gedreht haben. Na klar. Ach kommen Sie, sparen Sie sich das. Ich habe genug von all den Heuchlern auf dieser Station. Sie waren nicht hier, als Sie unsere Freunde und Familien rausgeworfen haben. Meuterei? Dass ich nicht lache. Wir wollten einfach nur antworten. Meine Schwester ist jetzt da draußen. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt oder... Ich glaube, ich bin mal nicht ganz so hart zu ihm, oder? Ich weiß es nicht. Nein, Ihr Verhalten ist unverzeihlich. Keine Gnade. Was immer auch passiert ist, es ist sinnlos, deswegen jetzt jemandem weh zu tun. Was wissen Sie schon? Mir ist egal, was Sie denken. Die Anführer der Meuterei hatten recht, als sie wissen wollten, was eigentlich los ist. Sie hätten jemanden verletzen können. Sogar töten. Wie diejenigen, die getötet wurden, als unsere Anführer meine Freunde von Krogana niedertrampeln ließen? Genug geredet. Ich gestehe, ich war's. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Das ist nicht meine Entscheidung, sondern die der Anführer der Nexus. Die sollen eine Entscheidung treffen? Na, da bin ich ja mal gespannt. Yay, Job erledigt, Lebensfähigkeit. 73 Andromeda Lebensfähigkeitspunkte erhalten, na das klingt doch gut. Okay, damit haben wir die Nebenmission geschafft. Ein paar Punkte sowohl in der Lebensfähigkeit als auch in der Erfahrung eingesammelt. Und das bedeutet, wir können jetzt endlich tatsächlich uns aufmachen nach Eos. Eos hieß es, ne? Eos 7, glaube ich, ja. Wenn ich mich nicht irre. Ach, was weiß ich, Eos. Ne, ich glaube bloß Eos. Beziehungsweise zur Andockbucht, wo wir nun endlich unser eigenes Schiff kennenlernen werden, soweit ich das richtig verstanden habe. Ich bin gespannt. Mal sehen, was uns Tan gibt. Es soll was Besonderes sein. Wir sind unterwegs. Ist das Schiff bereit? So gut wie, und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Aber zumindest tun wir es mit Stil. Das ist die Tempest.
wir sie uns mal genauer an. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. Sie sind also derjenige, der hier das Sagen hat. Vetra. Vetra Nix. Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja, andernfalls würden Sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Weshalb die Eile? Ich will einfach nicht noch mehr Zeit vergeuden. Moment mal. Sie gehen nirgendwo hin. Verdammt! Was ist denn hier los? Ich war's nicht, finde ich gut. Stimmt was nicht? Direktor Addison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestückt und fällt somit in Direktor Addisons Ressort. Ich kenne sie doch. Ben, richtig? Sie sind mit Ihrer Familie hier, oder? Und Ihr Sohn ist noch in Stase? Ich könnte dafür sorgen, dass er vorgezogen wird. Wirklich? Ja, wirklich. Es hieß, er sei nicht essentiell, aber er fehlt mir. Ich weiß, ich habe auch Familie, Ben. Erledigt. Addison wird mich umbringen. Na ja, ein bisschen Bestechung kann nie schaden, nicht wahr? Beeindruckend. Das gehört zum Job, Pathfinder. Abgesehen davon war es nicht wirklich schwierig. Und im Moment brauchen sie Leute, die Probleme lösen, statt neue zu schaffen. Ich mag Turiana. Endlich jemand, der wirklich etwas bewegt und nicht nur darüber redet. Der neueste Stand der Technik. Labors, Sensoren, Forschungsausrüstung. Und natürlich die Crew. Sie sind die Besten ihres Fachs. Ah, schön, dass es Ihnen gut geht. Das Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche. Aber es läuft verdammt viel ruhiger. Das ist Gil Brody, Techniker, Mechaniker und Allround-Schrauber. Das hier nennen wir den Forschungsraum. Hier können wir Ausrüstung aufwerten, Daten sammeln. Router aktiviert. Verbindung zur Tempest wird hergestellt. Willkommen an Bord, Sam. Und Ryder natürlich. Suvi Anwar, unsere Wissenschaftsoffizierin. Ihr Quartier liegt unten. Hier oben ist genug Platz, um alle zu versammeln. Das ist Ihr Schiff. Es ist leicht, unauffällig und das schnellste seiner Klasse. Ich glaube, damit kann ich mich sehr gut anfreunden. Das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus, glaube ich. Und ich freue mich drauf, die neue Crew hier kennenzulernen. Mit allen charakterlichen Eigenschaften, die die Leute so mitbringen. Das ist ja im Prinzip nochmal das ganze Spielchen, das wir auf der Normandy in den Mass Effect Teilen auch schon getrieben haben. Nochmal neu aufgerollt, das Ganze. Und ich glaube, die Tempest wird ein gutes Schiff für uns werden. Also dann. Uns steht wirklich etwas Großes bevor, nicht wahr? Das Beste haben Sie noch gar nicht gesehen. Sobald Sie losfliegen wollen, gehen Sie auf die Brücke. Unser Pilot sorgt dafür, dass wir startklar sind. Okay. Ich sollte zur Brücke gehen, wenn wir startbereit sind. Sehen wir das denn schon? Ich würde mich eigentlich ganz gern mal umsehen. Oh, der Schatten sieht aber pixelig aus. Naja, die... Von dem Tisch in der Mitte aus können Sie Videoanrufe machen. Oder auch nur die Crew versammeln. Klar doch. Die niedrigen Status-Grafikeinstellungen, die machen sich dann halt doch bemerkbar. Okay, es ist bloß das eine Display, an dem wir was machen können. Wir schauen es uns mal an. Momentan sind keine Kontaktoptionen verfügbar. Okay, das werden wir uns mal merken hier, dass wir hier mit den Leuten reden können, dass wir die zu uns bestellen können. Ist aber wahrscheinlich eher die formelle Version, nehme ich mal so an. So, finden wir denn hier sonst noch was? Nö. Ich vermute mal, wir werden auch überall wieder so ein paar Schiffsmodelle finden. Das hatten wir Sie ja in den... Wir nennen das den Forschungsraum. Sie können von hier aus Forschungsprojekte durchführen und mit der Nexus koordinieren. Mhm. Redet bitte nicht durcheinander. Gut, schauen wir uns das Ganze jetzt gleich an. Ich schau mal ganz kurz auf die Karte. Oha, das sind ein paar Punkte. Ja, ich gebe es zu, das sind schon... wo sind wir denn?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wo stehen wir? Welcher Punkt? Achso, da sind wir. Alles klar. Ja, hier haben wir ja zur Not auch alles nochmal dastehen. Ich glaube, es mit den Forschungsdaten und so, das muss ich mir dann alles mal in Ruhe auch anschauen. Das Equipment hier ist der Wahnsinn. Mhm, ganz super. Kiosk An- und Verkauf. Okay. Das ist bestimmt wie auch in den Mass Effect Teilen zuvor, dass wir hier auch Sachen kaufen können. Allerdings vermute ich, dass sie auch hier teurer sein werden, als das in den eigentlichen Läden der Fall sein wird. Gut, also haben wir auch einen Laden. Liam kennen wir ja schon, mit dem werden wir auch gleich noch reden. Hier sind die Einsatzteammissionen auch verfügbar. Gut, Liam, dann lass mal hier mit dir reden. Wir scheinen zwar ständig in Eile zu sein, aber für ein neues Spielzeug ist immer Zeit. Besonders dann, wenn es nützlich ist. Für neues Spielzeug bin ich immer zu haben. Wir können hier mit alten Kram wiederverwerten. Zum Beispiel alles, was sie sich auf Habitat 7 geschnappt haben. Rohmineralien, Tech, was auch immer. Die Forschungsstation wird das Zeug zerlegen und ihnen neue Möglichkeiten bieten. Das klingt sehr schön. Okay, dann sammeln wir mal Schrott, ja. Wir sind auf uns gestellt. Zum Wohle aller anderen. Das ist es, was Pathfinder jetzt bedeutet. Tja, dann können sich alle wirklich glücklich schätzen. Diese Tech ist der Hammer. Und ganz ehrlich, es gibt doch nichts Besseres als Sachen, die man selbst hergestellt hat, oder? Probieren Sie es mal aus. Klar, wenn du mir sagst, wie genau? Forschungsterminal. Wählen Sie Forschung, um mit erhaltenen Forschungsdaten neue Baupläne und Verbesserungen freizuschalten. Wählen Sie Entwicklung, um neue Objekte und Upgrades anzufertigen. Okay. Es ist schön, dass ihr das Ganze nochmal hier hinschreibt. Ja, ist nochmal genau das gleiche. Wählen Sie Entwicklung, um aus den erforschten Bauplänen und gesammelten Materialien Ausrüstung und Nomad-Upgrades herzustellen. Gut, ich würde sagen, wir schauen erstmal kurz in die Forschung rein. So, wir haben so ein paar Forschungsdatenpunkte, die habe ich halt so mit den Missionen gesammelt. Geben Sie durch Scans gesammelte Forschungsdaten aus, um neue Baupläne für die Fertigung fortschrittlicher Waffen und Panzerungen freizuschalten oder Zugang zu mächtigen Verbesserungen zu erhalten. Klingt nice. Okay, hier können wir also die Waffen dann bisschen stärker machen auch. Geben Sie, aber das ist ja nochmal genau das gleiche. Forschung. Jede Forschungskategorie hat unterschiedliche Forschungsdaten. Milchstraße, Helios oder Helios. Und Relikt. Mit Q und E wechseln Sie die Kategorie oder ich klicke einfach oben drauf. Wählen Sie einen Bauplan oder eine Augmentierung und drücken Sie die Leertaste, um mit der Erforschung zu beginnen. Na klar doch. So, hier haben wir also Sturmgewehr, 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 Sturmgewehr. Haben wir vielleicht auch noch irgendwas anderes oder? Nö. Gut, ich weiß nicht, was mit der erforderlichen Stufe gemeint ist. Ach so, wahrscheinlich unsere Stufe, ne? Nehme ich mal so an. Gut, wir schauen mal ein bisschen weiter. Helios-Technologie. Oder warte mal, haben wir hier noch Panzerung? Ah, okay, hier können wir eine komplette Ausrüstung uns zusammenstellen. Klingt auch nicht schlecht. Armschutz, Beinschutz, Verbesserungen. Was haben wir denn da? Flugleistungsoptimierer. Die Verbesserung ist eine Spezialverbesserung. Sie können während des Entwicklungsvorgangs eine blablabla. Beim Schweben plus Waffenschaden. Ah, okay. Ich glaube, das werde ich mir ganz in Ruhe mal anschauen müssen, um dann zu überlegen, was ich da genau anfertigen werde. Also da werde ich, glaube ich, nicht übereilt rangehen. Ach, siehst du mal, ich habe vorhin aus Versehen aufs Sturmgewehr drauf gedrückt, deshalb. Haben wir denn ansonsten zufälligerweise Nahkampf hier mit? Schrotflinte, Schrotflinte. Was ist PG? Achso, Scharfschützengewehr, wie es aussieht. Azari-Schwert, okay. Kroganischer Hammer. Alles klar. Dieser mechanische Hammer ist eine brutale Waffe, deren unglaubliche Wucht durch Präzisionskolben und Masseneffektfelder verstärkt wird. Obwohl Hammer wie diese normalerweise nur von älteren kroganischen Warlords verwendet werden, wurde dieses spezielle Exemplar so modifiziert, dass es auch den außergewöhnlich starken von außergewöhnlich starken Menschen oder jungen Kroganern genutzt werden kann. Oder das Azari-Schwert. Azari-Jägerinnen sind Meisterinnen des lautlosen Anschleichens und Tötens. Viele von ihnen kombinieren Klingen mit Biotik und stürmen mit atemberaubender Geschwindigkeit nach vorn, bevor sie ihr Schwert mit erhöhter Kraft schwingen. Da es nur wenige Jägerinnen gibt, sind solche schnellen Eliminierungen für die Siege des Azari-Militärs unverzichtbar. Also viele spaßige Sachen. Ich schaue nochmal weiter, was wir hier noch so haben. Ich mache bloß mal kurz hier Überblick. Schrotflinte, Scharfschützengewehr, Sturmgewehr. Ach nee, warte mal. Ja doch, Sturmgewehr. Mhm. Und eine Kettwaffe, okay. Strafendes Opfer.
Ein mechanischer Kern, in diesem Fall eine Klinge, erzeugt ein Magnetfeld, das ultraheißes Plasma enthält. Der klingt super. Schneidet schlechter als eine monomolekulare Waffe und verbrennt seine Opfer stattdessen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, also wir haben viele spaßige Sachen. Hier haben wir noch gar nichts. Okay. Hier haben wir eine komplette Cat-Ausrüstung, wie es scheint. Achso, dafür habe ich schon irgendwelche Pläne gefunden. Kann das sein? Gut, schauen wir mal kurz in die Entwicklung rein. Hier könnten wir jetzt die Sachen dann herstellen, die wir schon erforscht haben. Okay, wie gesagt, ich werde mir das Ganze in Ruhe anschauen und werde dann beschließen, was genau ich da machen werde und euch da auf dem Laufenden halten. Jetzt erstmal werde ich das nicht tun. Wofür habe ich jetzt gerade Zeug bekommen? Ressourcen? Okay, wurde mir jetzt einfach zugesteckt. Nichts dagegen. So, wir schauen mal. Mittlerweile weiß ich auch, auf welcher Taste die Karte liegt. Natürlich auf M, wegen Map. So, gut. Schauen wir uns erstmal auf der Etage weiter um. Wir sollten unser Schiff... Ich frage mich, wie schnell dieser Triebwerkskern auf Touren kommt. Ja, ich mich nicht. Wir sollten erstmal unser Schiff kennenlernen, bevor wir weitermachen. Okay, hier vorne sollen wir hin, dann gehen wir da nicht hin. Was stand dran? Brücke. Gut, lassen wir die Brücke nochmal kurz außen vor. Und schauen uns hier drüben um. Unser Tech-Labor ist der Traum jedes Ingenieurs. Perfekt für diffizilste technische Arbeiten aller Art. Ich vermute, hier wird dann irgendjemand stehen von unseren Freunden. Vorerst gibt's hier nichts. Ja, das sieht stark nach einem Raum aus, in dem sich dann jemand aufhalten wird. Hey! Und hier drüben? Biolab. Das ist das Biolabor. Wir können Pflanzen großziehen, haben damit Lebensmittel und Sauerstoff und können zudem diverse Exemplare sicher aufbewahren. Gut, auch hier wird dann wahrscheinlicherweise irgendjemand rumspringen. Ich bin echt gespannt, was wir so für Crewmitglieder haben werden. Gut, nochmal einen kurzen Blick auf die Karte. Ich glaube, ansonsten haben wir hier jetzt erstmal nichts weiter. Gil? Liam. Okay, mit Gil haben wir noch nicht geredet. Das sollten wir vielleicht mal tun. Und den Maschinenraum haben wir hier hinten auch noch. Gut, wo muss ich denn jetzt genau lang gehen dafür? Kann ich hier noch irgendwie... Wo geht's denn? Ach, hier geht's zum Maschinenraum. Alles klar. Wir sind fast unterwegs. Endlich. Lernen wir doch mal unsere Crew kennen. Hallo. Ich muss nur noch diesen Download von der Nexus abschließen. Es wird alles für den Start bereit sein. Klar, warum auch mit mir reden? Ein Aufzug, ganz wunderbar. Oh. Das war jetzt nicht der Plan, aber gut, geht auch. Da haben wir Vetra wieder. Frachtsicherung und ich überprüfe, ob alles an Bord ist. Die Brücke meldet, es kann losgehen. Okay, sie ist auch sehr professionell eingestellt und nicht sonderlich leger. Irgendwie verwirrt mich das hier. Das ist ein Spiegel, oder? Kann das sein? Nee, ist es nicht. Die Aufmachung verwirrt mich ein bisschen hier. Ryder? Ist doch etwas seltsam gemacht alles. Letzte Befehle, Flugplan, Kommandozugriff. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Na klar doch. Ich bin's noch nicht. Ich will mich noch etwas umschauen. Noch mehr Ecken für Leute zum Verkriechen. So, hier hinten wahrscheinlich genauso, oder? Ja, ja, ja. Mal schauen, wer sich dann wo einfinden wird. Ich bin schon gespannt. Ich glaube, ansonsten haben wir jetzt hier unten nichts weiter für uns, oder? Nee, ist das über mehrere Etagen? Ach so. Ach ja, genau, wir sind jetzt da unten. So, kommen wir denn hier durch? Nee, ne? Da müssen wir, glaube ich, irgendwo anders lang gehen für. Lexi, Sam, aha, okay, okay. Wobei, doch, hier vorne müssten wir doch eigentlich durchkommen. Moment, jetzt muss ich bloß mal kurz... checken, wie rum? So rum. Schauen wir doch mal. Dieses Schiff ist unfassbar verwirrend. Aha, da ist Lexi. Siehst du mal. Hallo Ryder. Verzeihung, ich muss dafür sorgen, dass wir alle Krankenakten von der Nexus haben. Kommen Sie nach dem Start vorbei, dann können wir reden. Na gut, wie Hallo, du meinst. Ryder. Sie schaffen das!
Sie brauchen keinen alten Mann, der einige hundert Jahre jünger ist als Sie, der Ihnen sagt, dass Sie für diese Sache bereit sind. Ich sage es trotzdem, weil ich weiß, dass es wahr ist. Sorgen Sie für die Sicherheit Ihres Rider und ich mache dasselbe mit meinem, Harry. Mit deinem? Was? Wie meinen? Ach so, wahrscheinlich mit der Schwester, oder wie? Was haben wir hier? Respektstation? Was genau macht das Ding? Probieren wir es einfach mal. Okay, investieren Sie Credits, um Riders Fähigkeiten zurückzusetzen. Aha, bei jeder weiteren Nutzung der Respektstation steigen die Kosten. Ja, habe ich jetzt gerade nicht vor. Ist aber gut zu wissen, dass man das kann. Warum auch nicht? Haben wir hier drüben auch schon jemanden drin? Hier schläft der Großteil der Crew. Gemütlich, was? Aber in Ihrem Zimmer ist die Aussicht besser. Yay. Okay, Massenunterkünfte also. Warum auch nicht? Nur mal kurz auschecken, ob wir hier vielleicht auch was benutzen können. Nö. Hätte sein können. Doch, hier ist was. Ein Crew-Infoboard. Will einer mit mir eine Couch schleppen? Nein, danke. Im Moment nicht, aber sie bleiben auf meiner Liste. Vor allem, wenn sie biotisch sind und das Gewicht reduzieren können. Ich zahle später in Bier oder was immer wir finden. Liam. Kommentare. Ist das ihr Ernst? Von Suvi? Ich scherze niemals, wenn es um bequeme Sitzmöbel geht. Von Liam. Und willkommen auf ihrem neuen Infoboard. Glückwunsch, Pathfinder Rider, zur erfolgreichen Installation ihres Infoboard Version 3.4. Sie können jetzt sich selbst und ihre Crew über die aktuellsten Entwicklungen an Bord der Tempest auf dem Laufenden halten. Infoboard VI. War gerade immer am Überlegen, ob es 6 heißt oder VI. Kommentare. Okay, ich habe für jeden ein Nutzerkonto eingerichtet. Viel Spaß damit. Cora. Besten Dank. So. Können wir also immer mal ein bisschen die Kommentarfunktion überprüfen, sozusagen, von unserer eigenen Crew. Das sieht nach Betten aus. Achso, hier ist Lexi. Haha. So, stimmt, hier hinten wollte ich noch schauen. Das hatten wir, da waren die Bäder. Eine Gemeinschaftsküche, sehr cool. Ich glaube, einen eigenen Koch werden wir aber nicht haben, oder?